Leute, ich bin's Conny und heute zeige ich euch, wie ihr diese beiden My Little Pony Accessoires bekommt. Einmal die Flügel und einmal dieses Schulter-Accessoire. Es ist sogar ziemlich einfach und ich find's gerade blöd, dass meine Lippen sich nicht bewegen. Ich muss endlich mal Face-Tracking anmachen. Nur leider gibt's das aktuell noch nicht auf PC, sondern nur auf Mobile. Aber fangen wir erstmal an. Also die beiden Accessoires, die wir bekommen werden, sind die My Little Pony Zip Wings und My Little Pony Sparky Shoulder Pad. Und den finde ich eigentlich am coolsten. Alles, was ihr dafür machen müsst, ist in My Little Pony Visit Maritime Bay reingehen. Und diese beiden Accessoires gibt es nur für begrenzte Zeit. Ihr könnt diese Items bis zum 29.10. bekommen. Das heißt, von dem Zeitpunkt, wo ich das jetzt aufnehme, habt ihr einen Monat Zeit. Und wenn ihr das Video seht, habt ihr ein bisschen weniger als einen Monat Zeit, um diese beiden Abzeichen zu bekommen. So, ich werde mich dann wieder mit Testboss Boss anmelden, damit ich das einmal mit euch zusammen machen kann. Wir fangen zuerst an mit dem Shoulder Pad. Oder versuche ich hier oben einfach nach My Little Pony. Ich weiß nicht, ob MLP auch funktionieren würde. Visit Maritime Bay muss ich tatsächlich eingeben, damit ich es auch finde. Und das ist auch von der offiziellen My Little Pony Gruppe. Da können wir dann reingehen. Und wenn ihr dann reingeht, dann kommt erstmal ein kleiner lagender Ladebildschirm, gefolgt von einem Intro. Und dann müsst ihr euer eigenes My Little Pony erstellen. Wenn es dann endlich mal geladen hat. Lade, 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 lade! Es lädt nicht. Okay. Please? Okay. Es lädt nicht. Ah, jetzt. Okay, ich verwandle mich in ein My Little Pony. Und dann könnt ihr hier eure eigenen Farben aussuchen. Nehmen wir jetzt einfach mal sowas, sowas. Haare sind perfekt, Zubehör. Yo, alles okay. Gehen wir rein, drücken wir auf Weiter. Jetzt kommt ganz viel Weiter, 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 was ihr spammen müsst. Weiter, 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 Weiter. So, und um das Shoulderpad zu bekommen, müsst ihr in My Little Pony Visit Maritime Bay drei große Kristalle finden. Also nicht diese kleinen Kristalle hier, sondern drei von diesen großen Kristallen. Wenn ihr Shift drückt, könnt ihr sprinten. Falls ihr Shift-Lock drin habt, solltet ihr das ausmachen, sonst nervt das ein bisschen. Ihr lauft hier einfach lang, dann hier hoch. Und wenn ihr hier hochlauft, dann lauft ihr noch einmal nach rechts. Und dann seid ihr schon an der Stelle, wo der erste Kristall zu finden ist. Und zwar hier unten haben wir den ersten Kristall eingesammelt. Perfekt. Dann laufen wir wieder hoch. Und hier dann wieder nach rechts. Und dann lauft ihr einmal komplett nach hinten ans andere Ende der Map. Weil da finden wir dann gleich den nächsten Kristall. Einfach weiterlaufen, weiterlaufen, weiterlaufen. Und weiterlaufen, 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 weiterlaufen. So, dann hier nach rechts. Und dann, wenn ihr hier angekommen seid, lauft ihr hier in den Park runter. Und im Park findet ihr den nächsten Kristall. Den muss ich jetzt noch einmal suchen. Wo war der? Hier hinten, glaube ich. Ja, genau hier hinten an der Hecke war der nächste Kristall. Und der letzte und dritte Kristall, den ihr finden müsst, um das Sparky Shoulder Pad zu bekommen. Da lauft ihr hier einfach gerade durch, dann schräg und dann hier wieder. Und dann ignoriert ihr einfach das Pony dort, springt über die Holzstämme rüber, weil ihr könnt hier einfach rüberspringen. Hopp, dann hier links rüber und dann einfach gerade durch. Komplett gerade durch, bis ihr da hinten eine Höhle findet. Dauert ein bisschen, aber wir werden es gleich geschafft haben. So, und hier rein in die Höhle und da ist dann der letzte Kristall und... Wie ihr es nicht seht, weil ich meine Aufnahme wieder nicht richtig eingestellt habe, habe ich das Accessory freigeschaltet. Ich beweise es euch einfach mal, indem ich hier aus Roblox rausgehe, so verlassen. Dann sind wir hier in Visit Maritime Bay. Gehe ich auf meinen Avatar rauf, dann auf Gestalten, dann auf Accessories und auf Schultern. Und da seht ihr schon, ist was Neues. Und zwar hier haben wir jetzt das Shoulderpad freigeschaltet. Wunderbar, passt mal wieder nicht zu meinem Kopf. Und wir machen weiter mit dem nächsten Ding. Dafür gehe ich wieder auf Play, suche wieder nach... MLP Maritime kann man auch suchen. Okay, ihr könnt auch noch MLP Maritime suchen. Geh wieder rein ins Spiel. Und wir machen weiter mit dem zweiten Accessory. Und das waren die großen Zip Rings. Und dafür müsst ihr alle Abzeichen in dem Spiel freischalten. Okay, ich verwandle mich. So, und jetzt bin ich wieder ein Pony. Warum Character Design? Das hatte ich doch schon. Kann ich neu machen? Okay, willkommen in Maritime Bay. Alles klar, das Spiel hat sich nicht gemerkt, dass ich hier schon drin war oder wie. Na okay, mein Avatar war schon... dabei. Ist ja auch egal. Wir machen jetzt weiter und dafür müsst ihr eigentlich nur alle Spiele abschließen. In allen Spielen gibt es Abzeichen zu gewinnen und wenn ihr die Abzeichen habt, dann bekommt ihr am Ende auch die Zips. Ihr könnt hier links einfach raufklicken auf diese Icons und dann seht ihr, da ist ein Spiel. Und das machen wir auch als erstes. Für das Spiel gehen wir einfach hier hin. Wir klicken auf Spielen und dann müsst ihr Smoothies zu den Leuten bringen auf euren Rollerblades. Ihr seht hier so lila Punkte und wenn es dann losgeht, dann geht ihr einfach hin, drückt E, liefern oder zur nächsten Person einfach hinlaufen. Und liefern. Und liefern. Und wie lange ihr das hier machen müsst, weiß ich gar nicht. Ihr müsst einmal nachgucken, was die Voraussetzungen sind. Wenn ihr hier Smoothies macht, dann wird eure Zeit erhöht. Das heißt, so könnt ihr euren Highscore erhöhen. Wenn ihr sehr schnell seid, kriegt ihr einen höheren Highscore. Und dann ist es auch wahrscheinlicher, dass ihr ein Abzeichen bekommt. Ich spiele das jetzt einmal so lange durch, wie ich kann. Smoothies machen. Ja, ich warte, ich warte, ich warte. Und wir machen weiter. So, viel Spaß mit deinen Smoothies. Du auch. Und nochmal Smoothies machen. Und ich glaube, bei der Geschwindigkeit kann ich das ewig weiterspielen. Aber das machen wir mal. Bitteschön, bitteschön, bitteschön. Smoothies, bitteschön, bitteschön, bitteschön. Smoothies. Ah, langsam geht mir die Zeit aus. Ich merke schon. Und die Zeit ist abgelaufen.
endlich. Dann drücken wir auf okay. Und da heißt es, wir müssen nur 3 ihrer Lieferquests abschließen. Ah ne, es waren nur 2. Okay, dann muss ich den Mixer noch einmal verwenden. Dann spiele ich das noch einmal. Und los geht's. Und da unten haben wir das Abzeichen bekommen. Und damit kann ich jetzt eigentlich warten, bis das hier vorbei ist. So, jetzt wo wir das erste Abzeichen haben. Hier unten seht ihr, dass ihr es habt. An diesen 3 Balken gehen wir auf Ausgang. Und dann rüber zum nächsten Spiel. Und das nächste Spiel ist hier dieses Tanzspiel. Das macht jetzt in dem Video nicht so viel Spaß, weil ich hier den Sound aus habe. Aber sonst macht es eigentlich ganz viel Spaß. Ihr müsst nur 3 Songs spielen. Das heißt, hier rechts könnt ihr die Songs auswählen. Das ist wichtig, dass ihr die auswählt und nicht immer denselben Song spielt. Dann drückt mal einmal auf Spielen, dann auf Okay. Und dann müsst ihr eigentlich nur euch immer auf die Felder bewegen, auf denen Licht ist. So, bap. Ich weiß gar nicht, ob es wichtig ist, Punkte zu machen. Ich spiele den Song einfach durch. So, es macht auch ziemlich viel Spaß, wenn dann die Musik laufen würde. Jetzt läuft keine Musik, deswegen ist es irgendwo blöd, aber... Ah ja, bap, 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 bap. Oh, da habe ich versagt. So, hopp, hopp, hopp. Und damit ist der Song dann auch gleich durch. Jo, der Song ist durch. Ich habe 2 Sterne bekommen, wunderbar. Ich klicke auf Okay. Und ihr seht hier unten, wir haben den ersten Song. Also wähle ich jetzt den zweiten Song aus. Alles, was du brauchst, ist ein Beat. Klick auf Spielen. Und dann geht's weiter mit dem zweiten Song. Einmal so, hoch, hopp, hopp. Okay, ich versage gerade absolut auf ganzer Ebene. Aber hier einfach mal ein bisschen rumhüpfen. Und offensichtlich braucht ihr nicht mal einen hohen Score haben. Ihr müsst es einfach nur spielen. Das heißt, wenn ihr das nicht schafft, gar nicht so schlimm. Hier geht es nur darum, mitgemacht zu haben. Nicht jeder kann tanzen. Und ich weiß auch gar nicht, wie das am Handy ist. Vielleicht ist es am Handy sogar einfacher, weil ihr nur auf die Felder tippen müsst. Vielleicht müsst ihr es auch mit dem Thumbstick machen. Das glaube ich am ehesten. Keine Ahnung, müsst ihr mal gucken, wie das am Telefon ist. Aber ich sag, am PC ist es eigentlich ganz einfach, wenn man erstmal das Gefühl raus hat. Dann ist es auch ganz cool. Vor allem, wenn die Musik läuft. Aber die Musik läuft bei mir nicht. Ja, so ist das nun mal mit Copyright. Und das wär's mit dem Song. So, den zweiten Song haben wir geschafft. Also gehe ich jetzt auf den dritten Song. Wohin ging es? Klick auf Spielen. Und... Bop, bop, bop. Und bop, bop, bop. Und bop, bop, bop. Und bop, bop, bop. Und ging es, hat eigentlich ein ziemlich cooles Pattern. So, und ich habe mein Abzeichen. Was steht da unten? Popstar Tracer. Okay, ich habe Popstar Tracer freigeschaltet und damit müssen wir bei dem Song jetzt scheinbar gar nichts mehr machen. Wir haben das Abzeichen nämlich schon. Und wenn der Song dann gleich vorbei ist, der spielt ja dann und ist dann auch irgendwann vorbei nach gewisser Zeit, dann können wir auch einfach rübergehen zum nächsten Minispiel. Und die anderen Minispiele, die sind dann auch nicht mehr so zeitaufwendig. Oder ich muss gerade überlegen, ich habe nicht mehr alle im Kopf. Dann ist der Song endlich vorbei, hallo? Ich habe das Pattern schon so oft gemacht, ich will nicht mehr, ja. Jetzt lass mich doch endlich, lass mich einfach chillen. Ich will gar nicht mehr, hallo? Okay, spielt am besten nicht, wohin ging es, das dauert irgendwie voll lange. Ich will nur noch fertig werden. Obwohl, ich kann einfach raus... Obwohl... Na, ich habe das Abzeichen schon. Ich klicke dann einfach auf Ausgang, wenn es soweit ist. Einfach auf Okay. Ausgang. Wir haben unser Abzeichen, also gehen wir hier wieder raus. So, und die anderen Spiele findet ihr, wie gesagt, indem ihr hier einfach links auf die Symbole raufklickt. Und ich hätte fast vergessen, hier direkt gegenüber haben wir Reißverschluss. Hier müsst ihr einfach nur 3 Runden spielen. Egal, wie erfolgreich ihr seid. Ihr könnt euch auch Boni kaufen. Für mehr Wolken, mehr Boni. Macht dann auch mehr Spaß. Ihr könnt hier einfach fliegen. Hier seht ihr auch die Zipflügel, die ihr bekommt. Und dann fliegt ihr hier einfach hin. Da ist es entspannter mit Shift-Lock zu fliegen. Aber das habe ich hier jetzt deaktiviert, weil Shift-Lock sonst anstrengend ist in dem Spiel. Diese Dinger hier geben euch einen Speed-Boost. So, und dann könnt ihr hier einfach durch die Wolken durch. Jede Wolke ist ein Punkt. Für die Punkte könnt ihr euch Upgrades kaufen. Das ist eigentlich ein Spiel, das ganz Spaß macht, finde ich. Also ich muss sagen, My Little Pony hatte echt ein hübsches Spiel gemacht. Hier kann man auch wirklich Zeit verbringen. So, und vorbei. So, ich habe 12 Wolken geschafft. Das ist gar nicht mal so schlecht. Schreibt mir mal in die Kommentare, was für wie viele Wolken ihr geschafft habt. Ich kaufe mir jetzt ein bisschen Schnelligkeit dazu und mache dann das zweite Spiel. Aber ja, schreibt mir mal in die Kommentare, was ist euer Highscore bei diesem Wolkenspiel hier? Würde mich interessieren. Weil ich glaube, als ich das vorne auf meinem Hauptaccount gemacht habe, da habe ich immer nur 11 Wolken geschafft, aber ich habe mir auch nie Upgrades gekauft. So, wir fliegen einfach durch die Wolken durch. Ich teste natürlich ja immer diese ganzen Free Items vorher auf meinem Hauptaccount, damit ich euch auch genau sagen kann, wie es hier funktioniert und das Video nicht zu lang wird und ich euch nichts Falsches erzähle. Und deswegen erzähle ich euch, dass ihr hier einfach nur durch die Wolken durch müsst. Jetzt waren die Wolken aber auch ein bisschen blöd voneinander entfernt. Ich habe wieder nur 12 geschafft. Na, was heißt nur? Dann kaufe ich mir ein bisschen mehr Zeit. So, und mache jetzt das letzte Spiel. Wobei, Zeit wäre eigentlich blöd, wenn ihr schnell das Item haben wollt. Kauft euch am besten keine Zeit. Das war blöd von mir. Hätte ich mir mal mehr Speed gekauft. Fliegen wir durch, dann noch hier einen Boost mitnehmen, damit wir schnell wieder hier sind und die nächsten Wolken mitnehmen können. Und den nächsten Boost und hopp und hopp. Und da hinten nehme ich mir erst den Boost hier rechts, dann die Wolke und dann schnell hoch zu der Wolke. Jetzt sehe ich keine Wolken mehr. Da hinten. Haha. Speed Boost. Bam. Oh, jetzt habe ich, glaube ich, einen höheren Rekord. Das wird mein Allzeit-Best-Rekord. 4, 3, 2... Eins, den dazu kriege ich nicht mehr. Okay. 15 Wolken. Okay. Schreibt es mir in die Kommentare. Ich habe 15 Wolken. Wart ihr besser als ich oder nicht? Ah, ich habe das Abzeichen noch nicht. Ich dachte, ich muss nur 3-mal fliegen. Okay. Dann fliege ich nochmal. Ich fliege einfach nochmal.
So, jetzt habe ich das Abzeichen bekommen. Okay. Vielleicht müsst ihr auch die Erfolge, die Aufgaben, die unten rechts stehen, abschließen. Davon stand nichts in der Beschreibung, dass man das machen muss. Okay. Einfach nur 5-mal boosten. Das hatte ich jetzt auch und damit habe ich dann das Abzeichen. Ich klicke jetzt einfach auf Ausgang. So, fertig. 10 Wolken habe ich sogar gehabt in der Zeit. Das heißt, ich hätte einen viel besseren Rekord jetzt aufstellen können. Ich gehe aber auf Ausgang und wir gehen zum nächsten Spiel. Dafür laufen wir hier einfach mal hoch. Das nächste Spiel ist nämlich so ein Sammelspiel. Hier dann rechts rein und dann zu dem, den wir vorhin ignoriert haben. Da unten, ich weiß nicht, wie die ganzen Ponys heißen, ob man die kennt. Wahrscheinlich schon. Ich bin nicht so ein My Little Pony drin. Aber hier müsst ihr einfach nur solche Dinger finden hier. Und die liegen hier einfach rum. Finden, finden, finden. Und erste Ding ist abgeschlossen. Dann drücken wir auf Spielen und finden die nächsten. So, finden, finden. Und hier ist auch immer der Bereich eingegrenzt, wo ihr Sachen finden könnt. Anhand der Baumstämme. Also hinter den Baumstämmen brauche ich dann nicht suchen, weil da wird nichts versteckt sein, oder? Weiß ich nicht. So, gefunden. Dann klicken wir wieder auf Spielen. Und jetzt noch die nächsten. Die letzten Lebewesen finden. Hier ist ein Sparky, der hat mir einen Bonus von 100 Kristallen gebracht. Yeah! Und Sparky ist auch das Shoulder Pad, das wir ja schon freigeschaltet haben. So, dann laufen wir einfach mal hier hin und sammeln dann die restlichen Dinge ein. Die sind hier nämlich überall in diesem Biom, sage ich mal, verteilt. So, den nehmen wir mit. Und die Kristalle kann man auch mal mitnehmen, falls ihr das Spiel cool findet. Nehmt natürlich hier immer diese Kristalle mit, damit könnt ihr dann euer Pony auch anders gestalten, euch selber freier expressen. Aber mir geht es ja gerade hier nur um die Free Items. Ich bin nicht so ein My Little Pony Fan. Ich habe das nie geguckt. Und dann sammeln wir noch die beiden hier auf. Und den hier. Oh, ich habe wohl irgendeinen übersehen. Na gut, dann gucke ich nochmal nach. Es kann schon sein, dass man mal was übersieht. Ja, stimmt. Ich bin ja auch da gar nicht lang gelaufen. Ja, klar. Man muss natürlich überall lang laufen. Jetzt haben wir es. Und das Abzeichen haben wir jetzt auch. Das heißt, wir können hier auf Ausgang gehen. Das reicht mit dem Spiel. Und ihr könnt übrigens, nachdem ihr das so ein Spiel gestartet habt, auch weiter sammeln. Die Spiele. Auch wenn ihr nicht offiziell im Spiel drin seid, läuft es weiter. Ihr könnt hier einfach hingehen und weiter sammeln für die nächsten Levels. Und so. Brauche ich aber nicht, weil ich habe das Abzeichen schon. Also gehen wir jetzt hier lang. Dann einmal nach rechts. Nach rechts. So. Und dann da hinten nochmal nach links. Und dann ist da das letzte Spiel, das wir spielen müssen. Und da müssen wir eigentlich auch nur aufsammeln. Das ist genau das gleiche. Einfach nur ein Sammelspiel. Hier langlaufen. Einmal runterlaufen. Und da ist sie auch schon. So, ist sie. Jo, sammle 3 Items. Das sind die Items, die ihr suchen müsst. Und die liegen ja dann einfach auf dem Boden. Sammeln, sammeln und sammeln. Erstes Level geschafft. So. Dann wieder auf Spielen und dann sammeln wir die nächsten. Und die sind dann jedes Mal ein bisschen weiter verstreut. Jetzt liegen die Teller hier. So, den da noch aufsammeln, das da noch aufsammeln. So, abgeschlossen. Und das letzte, dafür müssen wir in alle Richtungen einmal. Hier müssen wir einmal hochlaufen. Dann laufen wir wieder zurück. Laufen dann einmal hier lang und sammeln die Sachen auf, die hier liegen. Zum Beispiel diese Teekanne, die Teller, diese Teekanne. Hallo, ich wollte die aufsammeln. Das einfach alles aufsammeln, was hier rumliegt. So, und für die letzten Items laufen wir halt wieder zurück und dann einmal hier hoch und sammeln dann die Sachen ein, die hier liegen. Hopp. Und damit sind wir fertig. Haben das letzte Abzeichen. Und dann kriegen wir direkt 2 Abzeichen, weil das letzte Abzeichen, das man kriegt, ist dafür, dass man alle anderen Abzeichen hat. Jetzt gehen wir mal wieder zurück zur Roblox-Webseite hier. Ich aktualisiere einmal. Und dann seht ihr, ich habe jetzt alle Abzeichen freigeschaltet. Und damit dann halt auch die letzten Abzeichen. Nicht nur Kristalle, sondern auch Flügel. Und damit habe ich mit Testboss-Boss dann auch die Flügel. Und um es euch zu beweisen, gehe ich hier wieder oben auf Spiel verlassen, dann auf meinen Avatar, dann nicht auf die Schultern, sondern auf Rücken und habe jetzt hier auch die Flügel. So, die Flügel rüste ich aber nicht aus, die sind mir ein bisschen zu viel und leider steckt Sparky auch in meiner Schulter, deswegen werden die nicht ausgerüstet, aber ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like und ein Abo da. Bis dann und ciao!